Hallo und willkommen zurück zu Enderal. Und wir sind weiter hier den Südwesten am Erkunden. Und hier müssten wieder irgendwo böse Wölfe sein. Ich komme nicht hier hoch. Ah, da kann man nicht. Doch. Ah, die sind da irgendwo. Ah, ja, da. Lass mich hoch. Ist noch der eine übrig. Was war das denn? Kannst du nicht mal. Weiß ich nicht, ob ich... Okay. Waren doch noch zwei. Na, das hat ja mal nicht funktioniert. Das sind insgesamt vier. Ich glaube, das mache ich aber unkomplizierter, indem ich einfach den Weg hochgehe, der hier ist. Ach, da unten sind noch welche. Aber nicht hoch. Ja. Ich glaube, hier bin ich richtig. So, ihr dummen Mistviecher.
glaube, ich habe absolut nichts getroffen. Das war nichts. Ich habe doch die andere Taste gehabt. Ich glaube, da war gar nichts. Das war ein Felsen, auf was ich geschossen habe. Ich fürchte, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Okay, da ging es jetzt zu diesem Riesengelände. Da hinten ist der Weg mit den Wölfen. Schauen wir mal. Was machen denn die Pfeile da? Das sind ein paar mehr, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Ja, okay, trinken wir mal was. Ein ranziger Gesundheitstrank. Okay, dann trinke ich halt vorher. Esse ich vorher. Die können wir gerade mal wegmachen. So. Götterschild. Eine Wolke aus Kälte, die 5 Uhr pro Sekunde leben aus.
Geisterwolf rufen. Der 120 Sekunden für euch kämpft. Das ist natürlich auch eine brutale Kombination. Hallo, kannst du mir deinen Pfeil geben? Der tankt einfach alles und dann gehe ich einsammeln. Okay. Das könnten wir ja tatsächlich zur Gewohnheit machen. Geisterwolf. Geisterwolf. Gruppieren. Jawohl. Das sind nur ein paar Knochen, die da rumfliegen. Westklippe. Die Westklippe sieht aber sehr schlecht texturiert aus. Okay, das ist aber kein... Na, vielleicht braucht man das für eine Quest irgendwann so, von wegen, geh zur Westklippe und blase in das Horn. Oder so. Ach, wir sind hier quasi schon vor diesem... Castle-Ding. Gehen wir auch noch zu Ende. Aha. Einhandkampf. Das sieht ja gar nicht mal so schön aus. Wurz. Über diesen Weg bin ich ja hergekommen.
liegen die toten Viecher noch. Hier fehlen auch wieder Texturen. Da kann man sogar durchklippen. Ho, ho, ho. Was ist das? Sagen wir mal Hallo, aber ich nehme an, dass das böse ist. Hallo. Bist du böse? Das war eigentlich nicht der Zauber, den ich da erwartet hatte. Ich hatte doch mir da sowas super Tolles zurechtgelegt. Achso, die müsste ich erst noch entfernen. Okay. Aber so schlecht, wie der zu mir kommt, so schlecht komme ich vermutlich mit meinem Vieh zu ihm rüber. Eins, zwei, drei. Alter Falter. Der ist schon ein bisschen dicker. Stahlpfeil, spitzer Stahlpfeil. Holen wir mal alles raus. Ne. Der regeneriert so hart. Oder es liegt einfach daran, dass ich keinen Hinterhalt quasi auf ihn mache. Aber dafür müsste ich halt eine Position finden. Die weit weg ist. Und trotzdem im Sichtbereich. Gehen wir mal auf diesen hässlichen Berg hoch. Ich hinter dem bin oder was? Okay.
Spitzer Stahlpfeil. Vielleicht, wenn ich meine Ausdauer im Kampf regeneriere. Und Gift könnte man vielleicht sogar auch noch benutzen. Da muss ich aber leider sagen, dass ich keine Ahnung habe. Ausdauer gefestigt. Regeneration. Wieso greift denn der mich an, statt dieses Vieh? Oder war da gar kein Vieh? Doch, da unten steht er. Na, ist egal. Okay. Spinnengift. Schaden von Lin. Frostgift. Anfälliger gegen Frost, ne? Mana. Spinnen. Immer Spinnengift. Doch, das funktioniert tatsächlich. Na, Mist. Irgendwas. Nee, das reicht ganz knapp nicht. Probieren wir noch mal.
So. Festigung. Fluss. Die muss ich gleich reinhauen. Schwert. Spinnengift. Spinnengift. Spitzer Stahlfall. Speichern. Und Zauber 1. Zauber 2. Er hat leider einen Fall nicht gesessen. Ja, das war nichts. So oder so nicht. Oh. Und das muss doch gehen. Naja, das Problem ist, dass der schon wieder zu viel regeneriert hat. Also diesen Wolf nachzucasten, lohnt sich also nicht wahnsinnig. Der zweite geht oft dahinter, irgendwie. Macht keinen Sinn anscheinend. Nein, der erste muss eigentlich schon reichen. Haben wir noch hier einen
nicht. Da haben wir ihn doch. Arsch. Okay. Naja, einen wahnsinnigen Schatz hatte der jetzt nicht. Aber schön aussieht's hier. Da ist was. Tja, ansonsten ist ja absolut nichts. Hunde? Hier schon. Es kommt ruhig zurück. Jetzt habe ich den Skill benutzt. Schweinehunde. Okay, ich glaube, da muss ich wieder was essen. So. Das ist ja tatsächlich der normale Weg hier. Okay, da bin ich bloß noch nicht lang gelatscht. Ah, ich glaube, hier war dann aber auch das Skelett, wo ich einmal mich zurückgezogen hatte und dann ein Skelett in die Hände gelaufen bin. Da ist es, ja. Das sah nur so ein bisschen silbern aus. Oh, das sind noch zwei. Drei. Vier. Ne, drei. Die sind so ein bisschen langsam. Aua!
Okay. Weil. Da kommt bald schon wieder die nächste Erfahrungsstufe. Aha. Schlüssel nach Alt-Serat. Das Fahrtbuch 12. Dunvar, ich weiß deine Bedenken zu schätzen, aber wie immer denke ich, dass du dir mal wieder zu viel Sorgen machst. Großmeister Arantial persönlich hat die Mission abgesegnet und vergiss nicht, dass uns zwei Hüter des zweiten Siegels begleiten. Außerdem ist das eine gute Chance, Eindruck bei den Magistern zu schinden. Lambert, der einzige Novize, der bereit war, die berühmt-berüchtigte grießgrämige Magistra Besara alias der Besen auf eine Expedition zu begleiten, wenn man das so hört, vergisst man, dass wir lediglich ein paar pyräische Urnen an der Sonnenküste abstauben sollen. Wie dem auch sei, wie geht es dir? Ich wette, du denkst an nichts anderes als an die Prüfung. Eine Schande, dass Bartare allen Ernstes dieses Hexenweib zugelassen hat, anstelle von Clara. Aber gut, wir wissen ja alle, dass seine Wegestreue sich auf den täglichen Gang zum Schnapsverkäufer beschränkt. Ich bin in Gedanken bei dir. Wenn du diese Prüfung nicht schaffst, wer dann? Dein Freund Lambert. Oder Lambert. Ein Bügeleisen, das nehmen wir nicht mit. Eisentopf. Tja, und ich habe einen Schlüssel gefunden. Ah, okay. Naja, gut, dann hätte er da genauso gut reinspringen können. Naja, gut, dann erkunden wir auch erstmal das hier unten. Da ist noch ein Skelett, das hatte ich ja von oben schon gesehen. Dass man Skelette mit Pfeile töten kann, ist natürlich auch so eine Sache. Nicht, dass ich hier was sehen würde. Da kam ein Knochen entlang gesegelt, gut. Keine Piranhas im Wasser. Oder so. Gehen wir erstmal die Küste ab. Leiche, Schuhe und Tunika. Naja.
Da haben wir wieder böses Getier. Ah. Ich will da nur... Sicher ein merkwürdiger. Ne, ist kein merkwürdiger Erdhügel. Ja, hier bin ich, glaube ich, eben schon mal entlang gelatscht. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine gute Position gegen die Hundis haben. Ja, das sieht doch gut aus. Nicht, wie viele das sind. So wirklich sehen tue ich hier auch nicht. Ich glaube, der Geisterwolf ist auch ein bisschen zu stark. Biene, Biene, Biene! Schon etwas größer. Und da kann man anscheinend auch rein. Da oben ist ein Pilz. Doch nicht rein. Ist doch ein Lüftungsschacht gewesen. Oder so. Hm. Okay, dann dreht es sich anscheinend tatsächlich um die Mitte. Haben wir da in diesen Turm? Kommen wir da vielleicht rein? Lachs. Thank you.
Hallo? Das ist eine ziemlich fiese, unsichtbare Wand hier. Ah, Waffen wieder aufladen. Verzauberte Waffen verlieren ihre Ladung durch Anwendung, um sie wieder aufzuladen. Öffnet euer Inventar, wählt die Waffe aus und drückt T. Wählt einen gefüllten Seelenstein und bestätigt mit E. Eure Waffe wird aufgeladen und der Seelenstein verbraucht. Heilwurz. Mythen und Legenden. Die Aschewitwe. Mhm. Mythen. Ach hier. Mythen und Legenden, Band 3, die Aschewitwe, verfasst vom Erzmagister Gawain Giratu, 8112, nach St. Eine der wohl schaurigsten Legenden Enderals ist die der Aschewitwe. Die Aschewitwe war einst eine bezaubernde junge Frau, die ihr Erhabenen zur Gefährtin versprochen worden war. Ihr Haar war lang und von einem rötlichen Blond wie das später Herbstblätter und ihre Augen blau wie die See. Sie war klug und belesen, spielte die Laute und sie erfreute sich am Hof ihres Familienanwesens größter Beliebtheit, was nicht zuletzt an ihrem heiteren, lebensfrohen Charakter zurückzuführen war. Auch ihr zukünftiger Gefährte, der Sohn eines reichen Grafen, genoss einen edlen Ruf, und als die beiden sich Gefährtenschaft schworen, sangen die Barden Lieder über die Erhabenheit der beiden Liebenden. Doch es dauerte nicht lange, da fielen der frisch vermählten Frau Unstimmigkeiten im Charakter ihres Mannes auf. Sprach er an den Abendtafeln, zu denen zahlreichen Erhabene erschienen, immer sanftmütig über die niederen Pfades, erzählte er ihr nach mehreren Flaschen Wein anderes. Er habe keine Sympathien für die Handwerker, Arbeiter und schlimmer noch die Unterstädter übrig. Es hat einen Grund, dass Malfas uns mit unserem Pfad gesegnet hat, sagte er. Unser Blut ist wertvoller. Waren es anfangs noch Aussagen wie diese, die junge Frau besorgt stimmten, wurden später aus Worten auch Taten. Ein Stallburschen, der sein Pferd falsch aufgesattelt hatte, ließ er beide Beine brechen, und der Dienerin, die Wein auf seinen Rock verschüttete, schlug er die Zähne aus. Als die junge Frau ihren Gemahl darauf ansprach, bedachte dieser sie nur mit einem geringschätzigen Blick und ging davon. So zogen die Jahre ins Land und mit jedem Winter wuchs der Kummer der Frau. Mehrmals dachte sie darüber nach, davonzulaufen, aber da sich die Delikte nicht gegen sie selbst wandten und ihr Gefährte an manchen Tagen ein sanftes, ja gar edelmütiges Gebaren an den Tag legte, traute sie sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Wohin hätte sie auch fliehen sollen? Eines Tages jedoch sollten sich die Lage zum Schlimmeren wenden. Eine junge, halbäternische Dienerin war in den Dienst des Schlosses getreten. Sie war kaum 16, winteralt und schüchterner Natur. Der Frau jedoch fielen die Blicke auf, die ihr Gefährte zu ihr warf. Eine Mischung aus Böswilligkeit und Lust, die ihr einen kalten Schauer über den Nacken jagte. Bald darauf bemerkte die Frau, dass die junge Dienerin ihren Blick stets auswich und den Kopf gesenkt hielt. Als schämte sie sich ihrer Anwesenheit gewaltig. Zudem stieg ihr Gefährte immer öfter lustlos und abwesend zu ihr ins Bett. Tag und Nacht malte sie sich aus, was ihr Mann mit dem Mädchen anzustellen vermochte. Daher beschloss sie, sich an dem Tag im Kleiderschrank zu verstecken, an dem die Halbalterne das Gemach säubern sollte. Ihrem Gefährten erzählte sie zuvor, dass sie bei den reisenden Händlern vorbeischauen wolle, die wie jeden Vollmond die Gegend rund um das Schloss aufsuchten. Kaum als die Dienerin die Tür mit zittriger Hand hinter sich zuzog, sauste die Klinke herab. Aus dem Schrank konnte die Frau ihren Gefährten vor Erregung schnaubend in Türrahmen erblicken. Das halbärternische Mädchen erschrak, blieb regungslos stehen und zeigte keinen Widerstand, als der Mann nach ihr griff. Scheinbar hatte sie sich mit ihrem Schicksal längst abgefunden, nachdem sie grob an die Wand gestoßen wurde und sich dabei den Kopf blutig schlug. Geschah jedoch etwas Unerwartetes. Eine Welle magischer Energie erfasste den Mann.
Das traumatische Erlebnis musste die Magiebegabung des jungen Mädchens geweckt haben. Magische Bahnen umschlungen die rechte Hand des Mannes und hüllten sie in trübe Dunkelheit. Verdutzt und wütend griff er ihr an die Kehle, und vor Schreck konnte sie den ihr selbst unbekannten Zauber nicht mehr aufrechterhalten. Als sich schlagartig der dunkle Schleier löste, war nur noch eine entstellte Klaue statt der Hand des Mannes an seinem Gelenk zu erkennen. Von dieser wildmagischen Entstellung seines Körpers irritiert, verharrte der Mann einige Sekunden grübelnd, die linke gesunde Hand immer noch am Hals der Dienerin. Er kam zu dem Entschluss, dass er seinen erhabenen Pfad nicht weiter beschreiten könne, da schon bald jeder wusste, dass er sich an einem Hexenweib vergriffen hatte. Sein bisheriges Leben wäre verwirkt. So griff er zur brennenden Öllampe auf dem Nachttisch, doch bevor er diese auf die immer noch vor Schreck wie angewurzelt dastehende Dienerin werfen konnte, stürmte seine Gefährtin aus dem Schrank, um ihn aufzuhalten. Doch es war zu spät, das lodernde Öl ergoss sich über den Fußboden, und binnen wenigen Augenblickes fingen die Kleider der Frau und des jungen Mädchens an zu brennen. Im Augenblick ihres gemeinsamen Todes verschmolzen die wildmagischen Kräfte der Dienerin mit den tiefen Rachegefühlen der betrogenen Gefährtin und wurden zu einem mächtigen und schrecklichen Geisterwesen, der Aschewitwe. Der Mann hatte sich nach dem Löschen des Feuers auf dem Hinterhof seine entstellte, klauenartige Hand mit einer Holzhelleraxt vom Unterarm abgetrennt. Seiner Familie und den anderen am Hof Anwesenden erzählte er, dass die halbalternische Dienerin aus Eifersucht seine Gemahlin mit Wildmagie angegriffen und so einen Teil des Zimmers verbrannt habe. Er habe seine Gefährtin retten wollen, wobei er sich jedoch seine Hand so sehr im magischen Feuer verbrannte, dass er seine Frau in Flammen zurücklassen und sich die Reste seiner verkohlten Hand habe abhacken müssen. Der Grafensohn konnte sein Ansehen wahren, schritt weiter unbescholten auf den erhabenen Pfad und beerbte schließlich seinen Vater. Doch bis ans Ende seines Lebens fand er keine neue Gefährtin. Ups, falsche Seite. Und in jeder Nacht erschien ihm die Aschewitwe, raubte ihm mit ihrem Klagelauten den Schlaf und vergiftete seine Träume, sodass sein Dasein als Schlossherr ein elendes war. Als seine letzte Stunde nahte, wusste er, dass ihm der Einzug in die ewigen Pfade für lange Zeit nicht vergönnt sein sollte, und so reuevoll erwartete er sein neues Leben, das er nach Malfas Willen der Unterstädter verbringen sollte. Anmerkung des Autors: Die Mythen besagen, dass der Geist der Aschewitwe noch heute in den Ruinen des Schlosses lebt, und wer nah genug ist, die Klaue des Mannes zu dem alten Schloss zu tragen, vermag sie zu wecken. Über den derzeitigen Aufenthaltsort der Klaue kann nur spekuliert werden, doch es heißt, sie sei durchaus beliebt bei Artefakthändlern. Immer wieder bietet einer von ihnen das furchtbare Überbleibsel für gute Groschen an, nachdem er es zuvor billig von einem verzagten und verschämten Abenteurer erhalten hatte, der doch nicht wagemutig genug gewesen war, damit der Geist der Aschewitwe heraufzubeschwören. Ah ja. To do. Wir haben Brunnen, Minen, Schlürfe, Aschewitwe, verkohlte Hand zum Schloss bringen, Hand bei Artefakthändlern. Sehr cool. Alt-Scherat, okay. Wir sind außerdem überladen. Werfen wir das weg. Oh, nochmal überladen. Naja, werfen wir das weg. Okay, dann gehe ich da mal kurz rein, versuche reinzugehen und guck mal, ob was geht. Ja, es geht. Macht natürlich wenig Sinn, wenn sowieso das Inventar komplett voll ist. Okay. Ah!
Ja, nicht so gut. Ach, scheiße. Naja, jetzt habe ich den Quicksave geladen statt den Autosave. Und das ist mit brutalen Ladezeiten verbunden. Na gut, dann würde ich auch sagen, mache ich hier erstmal wieder einen Schnitt. Und, wobei, ich glaube, da reinzugehen macht ja jetzt auch keinen großen Sinn, wenn ich die sowieso nicht mitnehmen kann, also kann man das eigentlich auch ja, draußen bleiben. Gehe ich dann später, nachdem ich den Krams verkauft habe, wieder hin. Genau. Ja, mache ich hier einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal erstmal wieder weiter, dass wir die Sachen verkaufen und dann gehen wir da mal rein. Also, bis denn!